Shit, doch, es geht. Hey, hallo, es fängt ja schon mal gut an. Ja, hier ist die Seite der Dunkelheit und da haben wir etwas Augenkrebs hier oben. Ich habe eine etwas hellere Playmat diesmal genommen, weil ich mir dachte, Mensch, vielleicht bringt es was. Und ja, in der Tat. Ich hatte das ganze Video hier, was ihr jetzt gleich sehen werdet, schon mal aufgenommen, war allerdings mit der Qualität nicht so zufrieden, weshalb ich das Ganze beschlossen habe, nochmal aufzunehmen. Ja, um was geht's denn? Das hier ist mein Sammel- bzw. auch Tauschordner. Ich habe es beides zusammengeschmissen. Ich habe nur diesen kleinen Ordner bisher. Ich hatte schon mal mehr Karten, aber hatte vor ein paar Jahren mal ausgemistet und ja, habe es seit ein paar Monaten erst mal wieder einen Ordner überhaupt dafür. Also, seht es mir nach. Und das wollte ich euch mal zeigen, was ich so habe. Und ohne das Video ewig jetzt in die Länge ziehen zu wollen. Hier haben wir doch schon mal die ersten Planeswalker. Und wie ihr seht, habe ich dreimal Renan 7 Full Art aus, wie hieß dieses Innistrad-Set? Das nächste war Crimson Vow, das andere Midnight Hunt. Midnight Hunt war das genau, Mitternachtsjagd. Und wir haben Elivic Purzelklimper. Also, kommt auf Deutsch einfach viel besser, ist aber leider für Magic-Spieler relativ uninteressant, weil die halt eben aus dem Dungeon Dragon Set leider ist. Und die erste Fähigkeit sagt bereits so, dann dürft ihr den Dungeon betreten. Was zum Fick ist ein Dungeon? Ja, also ich weiß schon, was ein Dungeon ist, aber wer spielt denn die Dungeon Dragons Variante von Magic? Also ja, es ist so schade, ich feiere die. Ich meine, fuck, die heißt Purzelklimper, um Himmels Willen, das ist geil. Dann habe ich hier noch, das war mal ursprünglich eine Rentenvorsorge, die habe ich mir damals mal ertauscht, habe immer gut drauf aufgepasst. Wer konnte ahnen, dass Lillian of the Vale so drastisch im Preis sinkt? Die habe ich noch dreimal hier. Und das hier ist Lolf, Königin der Spinnen, die ist auch aus dem Dungeon Dragon Set, wie ihr es sehen könnt, aber ja, ist halt nicht so interessant. Dann haben wir hier die Multicolor. Ja, ich habe das jetzt mal aktualisiert, habe alles Neue auch schon mal mit reingestopft. Wir haben hier den Feuertitan Flage, dann Kalia of the West aus das ist nicht Commander Masters, das ist Modern Masters, Modern Horizons. Es sind so viele Modern mittlerweile. Ich habe es mir noch nicht gekauft, das Booster. Das ist alles getauscht bisher, was ihr hier seht. Dann habe ich hier noch Atraxa, Predator's Voice in der Promo-Version. Sauron, Dark Lord. Ja, ich weiß, der ist sehr teuer im Preis. Ich muss den noch dementsprechend behandeln. Ich kann auch gerne noch die Geschichte erzählen, wie ich zu diesen ganzen Karten gekommen bin. Ehe jetzt sagt so, also du bist doch gestört. Ja, das mit dem gestört spreche ich euch gar nicht mal ab, aber ich kann es trotzdem gerne erzählen, wie ich an diese Karten gekommen bin, ohne dass ich verarmt bin. Und ich habe noch beide Nieren. Ihr werdet es nicht glauben. Mal eben was neben mir trinken. Es ist ziemlich räudig warm. Dann haben wir den Urdragon. Und Edgar Markov. Hier aus dem Dungeon Dragon Set. Ich habe damals mal ein Display davon aufgemacht. Eigentlich hatte ich dazu auch ein Opening gemacht, aber das ist irgendwie verschütt gegangen. Einen Beobachter, und zwar Xanatar, der Verbrecherfürst, und Sophia, Dogged Detective, wollte ich ursprünglich für mein Golem Commander Deck haben. Als Zweitcommander, aber dann habe ich irgendwie festgestellt, so, ne, das Deck braucht keinen Zweitcommander. Das funktioniert so ganz gut. Und so ist das dann zustande gekommen. Ja, also wie bin ich an diese ganzen Karten gekommen? Ich erzähle es nochmal, ich glaube, ich habe es in einem anderen Video schon mal erwähnt. Bei mir in der Nähe hat ein alter Magic-Sammler, Spieler, der ist schon, der kam nach dem Zweiten Weltkrieg rüber, das war ein Ami. Und der ist hier geblieben, war hier stationiert, ist in Deutschland geblieben. Der Rest seiner Familie war in Amerika drüben. Für den war Magic sowas wie ein Stück Heimat. Und zugleich hat es ihm auch geholfen, sich in Deutschland einzufinden, weil über das Spielen hat er neue Leute kennengelernt, hat ein bisschen Deutsch gelernt. Und eben das hat ihn mit den ganzen Leuten halt hier in Deutschland auch verbunden. Deswegen ist er auch hier Zeit seines Lebens geblieben. Ja, der ist leider
mittlerweile verschieden. Ich kannte den auch, ich konnte einmal gegen ihn spielen. Hab ein einziges Mal gegen ihn gewonnen. Das war echt heftig. Er hatte halt einfach, hatte echt räudig gute Karten. Davon habe ich jetzt einige. Und ja, wie es auch so ist, seine Hinterlassenschaften blieben hier. Und ich kenne jemanden, der bei einem Entrümpler-Unternehmen arbeitet. Und er hat mir da Bescheid gesagt, ob ich da vielleicht mal drauf gucken möchte, ehe die Sachen halt einfach im Bulk versteigert werden. Weil dem Entrümpel-Unternehmen ist das fucking wurscht. Die haben nicht die Zeit dafür, die Karten einzeln hier reinzusetzen. Da heißt es so, ey, hier ein Ordner voll Magic-Karten, keine Ahnung, gibt uns 50 Euro und passt das schon. Und mein Kumpel hat mir Bescheid gesagt und ich meinte so, oh ja klar, gerne, schaue ich mir mal an. Ich glaube, an dem Tag wurde ich 4-mal schwanger, war 38 Mal aufs Klo und wir werden es noch sehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal solche Karten hier haben werde. Ja, so war das ungefähr. Es wurden auch noch weitere Karten dann gefunden, weil seine Wohnung noch entrümpelt wurde, also halt vollkommene Wohnungsauflösung. Seine Verwandten in Amerika hatten keine Lust, den Preis zu zahlen. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ziemlich teuer, dass alles das, was von ihm noch da ist, rübergeschifft wird, beziehungsweise alles, was halt größer ist als ein Briefumschlag, kommt halt scheiße teuer. Deswegen wurde der meiste Teil halt eben diesem Entrüttelungsunternehmen übergeben. Entschuldigung, reden ist halt ein bisschen schwierig. Und ein Teil des Erlöses bekommt natürlich das Unternehmen, weil die haben ja die Arbeit mit. Und der Rest geht an seine Familie. So ungefähr. Und ich habe da noch ein bisschen was da. Ich habe da teilweise Schuhkartons voll mitgenommen und Ordner, also halt, was halt da war. Und habe da das Beste draus gemacht. Konnte zum Beispiel da auch mein Golem-Deck draus machen. So ist die Geschichte gewesen. Und deswegen. Und er hatte halt eben Zeit seines Lebens sehr viel Kontakte zu unglaublich vielen Menschen. Er war natürlich auch in Amerika manchmal monatelang. Sau viele Leute kannten ihn. Er war ein Judge. Er hat Turniere gewonnen. Er hat halt einfach alles erlebt, Zeit seines Lebens. Er hat halt alles erlebt, was ein Magic-Spieler erleben kann. Und glaube, hat auch alles erreicht, was man als Magic-Spieler erreichen kann. Und er war ein guter Kerl. Er war wirklich nett und freundlich und er hatte wirklich, wenn er dich gesehen hat, er hatte so Bock, einfach hat sich voll gefreut wie ein kleines Kind und er dachte immer, ja, ey, komm, lass uns halt einfach mal Magic spielen, komm, setz dich hin und immer gefragt, ob du ein bisschen Zeit hast, so für eine Runde Magic war ja eigentlich immer Zeit. Also es war wirklich ein herzensguter Mensch. Ja, so war das. Und so komme ich halt auch an einen ziemlich räudigen Scheiß wie diesen Sauron, der Dark Lord. Ja, ich weiß, jemand sagt, das ist aber eine Fake-Karte. Nein, ist es nicht. Ich dachte auch, ich sehe nicht richtig, aber da ist nichts Fake dran. Sogar das Hologramm, seht ihr, da passt einfach alles. Das ist ein Original. Und ich packe sie lieber wieder ein und ich muss mir irgendwo einen Toploader suchen, weil wir reden hier von Karten im vierstelligen Bereich. Ja. Und die versauert bei mir hier in meinem Sammelordner. Ich gebe die natürlich nicht her. Dann kommen wir mal zu. Hier kommt jetzt viel Dungeon Dragons Zeug, weil da hatte ich das erstmal reingemacht in den Ordner hier, weil ich wollte jetzt hier nicht irgendwo rumfliegen haben, weil es für mich doch irgendwie wertvoll war. Und ich mochte einfach irgendwie dieses Flair mit Klasse der Zauberer, Klasse der Schurken und so weiter. Ihr seht, das sind jetzt nicht besonders tolle oder gute Karten. Hier oben, damals aus einem Unboxing, was wir gemeinsam gemacht haben auf dem Kanal, das Crimson War Unboxing. Da hatte ich Runo Stormkirk gezogen in dem Artwork. Dann Odric, der wohl schlechteste Commander aller Zeiten, was ich sehr bedauerlich finde, weil Odric war immer gut und er wurde zu einem weiß-roten Vampir und er war Schrott. Ja. Irut und Orkus. Irut habe ich für mein blau-rotes tatsächlich gebraucht. Das hat eine ganz gestörte Mechanik. Der Gegner mag es, Karten zu ziehen. Ich lasse dich Karten ziehen. Ich lasse dich so lange Karten ziehen, bis du dann krepierst. Ungefähr so kann man das sehen. Oder du ziehst eine Karte 2 Schaden. Oder du ziehst schon wieder eine Karte, nochmal 2 Schaden. Kombiniere das noch mit Favorite Visions, also Fiebervision. Oder Fiebertraum, ich weiß nicht.
Ja, zieh, los, zieh, zieh. Es ist, als würdest du jemandem das Maul voll stopfen. Ach, du isst gerne, hä? Ja, ihr isst immer mehr. Ungefähr so. Ja. Und da kommt mir diese Gelegenheit, die ist wirklich für mein Deck ziemlich gut, eher gut. Deswegen, sie würde ich zum Beispiel auch tauschen. Oder hier, ich habe den auch dreimal über. Ja, den Vampir Odrick ist auch so ein Ladenhüter. Kommen wir zu meinem Hauptmetier, ein paar meiner übrigen Sliver. Ich habe noch zweimal die Legion über, ich habe noch eine Queen über. Dann habe ich hier noch aus dem Commander Deck Rukaum. Ach du Scheiße. Ruka Rummel, die Biologin. Ruka Rummel. Die war eigentlich in meinem Sliver Commander drin, allerdings sie ist halt kein Sliver und ihre eigene Fähigkeit ist halt nicht so Bombe, deswegen habe ich sie ausgetauscht für einen anderen Lord. Und ich muss sagen, das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und ich habe sie zwar jetzt im Tauschorden, aber hergeben werde ich sie dennoch nicht, weil sie ist ein Sliver, wisst ihr, das ist ein bisschen schwierig. Die drei, da können wir mal drüber reden, aber die hier nein. Dann hier nochmal aus dem Unboxing, das war Midnight Hunt und der hier war ursprünglich auch in meinem Golem-Deck drin, weil ist die Bandfarbe, aber ich konnte mit Rafik dann, ich konnte halt einfach was Besseres damit anfangen für den Slot und deswegen ist der halt dann letzten Endes gegangen. Ja, Moment, ich bewege das hier alles mal ein bisschen. So, es tut mir leid, wenn es jetzt auch nicht perfekt in der Mitte ist, bin froh, dass wir eine schöne Beleuchtung gerade haben, dass alles einigermaßen sichtbar ist. Die drei Länder sind auch aus der Dungeon Dragons Erweiterung. Ich werde es jetzt nicht groß vorlesen. Und da kommen wir wieder zu etwas Interessantem. Hatte ich selbst gezogen. Ich hatte mal einen Weatherlight Booster vor, oh Gott, schieß mich tot, 15 Jahren gekauft. Und da war das drin. Ein Lotus Veil. Den habe ich selbst gezogen. Das ist meine. Dann habe ich noch Sarah's Sanctum. Werde ich niemals hergeben, wurde mir nämlich von guten Bene zugeschickt, Akademie von Toladia. Das habe ich nur hier drin zum Aufbewahren und eine Tabernacle of Pendril Vale. Die Karte ist einfach so unfassbar schwer zu lesen. Die Karte sieht einfach so scheiße aus, aber sie ist original und sie ist sehr, sehr teuer. Ja. Lichteinfall ist gerade etwas blöd, deswegen ich mache gerade hier Handschatten. Ob es funktioniert? Nein, tut es nicht. Hier meine Gisa, The Broken Blade und Brunner The Fading Light in Standard-Normal-Ausführung und hier noch in der Promo-Ausführung, die ich viel schöner fand. Aus einem Secret Lair müssten die gewesen sein. Und Moment, ich heb das doch mal an. Hier. Also ich finde die sehr viel schöner als hier oben. Ja. Die habe ich halt hier einfach drin, weil die müssen ja irgendwo hin und da passiert denen wenigstens nichts. Die sind auch so schwer von mir zu trennen. Dann haben wir hier eine Stoneforge Mystic als Special Guest. Werde ich auch nicht hergeben. Das ist nämlich auch ein Geschenk gewesen. Dann eine Promo Everson Angel of Hope. Dann haben wir noch auch noch aus dem Unboxing Sigarda Summons. Sigarda Splendor, Sigarda Summons in Standardausführung. Einmal Divine Visitation. Die wollte ich eigentlich erst in meinen Golem Deck packen. Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, die Mana-Kosten sind halt hoch mit 5 Mana. Klar, deine Tokens werden alle zu Engeln, die Flugfähigkeit haben und Vigilance, aber ja, sie geht ja nicht kaputt. Sie geht ja nicht kaputt und ich glaube, im Orden ist sie erstmal gut aufgehoben. Dann Light of the Legion. Da ist jetzt hier ein bisschen so Bulk noch dann zwischen rein, wie sie hier, die sind hier wirklich was wert. Dann habe ich hier noch The Wandering Emperor. Die habe ich auch noch erst kürzlich bekommen. Ich dachte halt, hey, sieht ganz cool aus. Wandering Emperor wollte ich schon immer mal haben. Und ja, ist auch ein bisschen was wert, dieses Anime, Entschuldigung, dieses Anime-Design. Dann Honor of the Pure und Nada ist ja auch aus Dungeon Dragons Zeug. Müsst ihr mich mit beschäftigen, habe ich noch nicht.
Hier noch ein bisschen weißes Gelumpe, was ich jetzt hier keinen Platz bisher gefunden hatte. Ich habe noch mehr Rares, aber manches ist ja austauschbar. Deswegen, also, ich habe hier vieles drin. Erstmal nur, um den Ordner zu füllen und zweitens, ja, ich weiß es doch selbst nicht so genau. Ja, die war ein Boxtopper, die war, glaube ich, in, nicht Boxtopper, die war im Bundle mit drin, das ist eine Special Art davon. Die Triscadella viele irgendwas, Gesundheit. Ja, dann die würde ich tatsächlich veräußern, die habe ich zweimal. Hullbreaker Horror, das sind zwei Stück, da ist noch eine da dahinter. Ich brauche die nicht, ich habe die zweimal, die ist ja eigentlich relativ begehrt, aber ich brauche das nicht, die würde ich mir entledigen. Dann haben wir hier noch Sachen aus Dungeon Dragons, Midnight Hunt, Crimson Vow, Dungeon Dragons. Ich bin begeistert, wie die Kamera hier mitspielt. Kommen wir zu Interessanterem. Ja, und ich sage, es kommt noch ziemlich verrücktes Zeug, wo ich auch nicht mit gerechnet hätte. Ja, also, wir haben eine Tassas Oracle. Alles, ihr seht es hier leicht, alles in voll. Dann haben wir einen Murktide Regent. Der ist wohl auch irgendwie nur von dem Turnier eine Special Promo gewesen, wenn man das Turnier gewonnen hat. Habe ich mir auch eingepackt. Dann Mana Drain und Force of Negation sind noch relativ neu bei mir. Habe ich auch erstmal da noch mit reingepackt. Also ich sage ja, ist noch so viel zum Ausräumen. Die beiden, die werde ich erstmal nicht hergeben. Nicht die beiden, also das hier meinetwegen, Consuming Tide, ja. Aber Erinnerungserosion ist hier notwendig, weil ich sie halt hier einfach schön lagern kann. Die war auch ein Geschenk, die gebe ich nicht her. Meine zwei übrigen Jaffmods, die sind zum Tauschen verfügbar, die brauche ich nicht. Fatal Push habe ich mir mitgenommen, weil ich das Artwork einfach ultra geil fand. Ich meine, seht es euch an, das ist einfach richtig scheiße cool. Dann ein Dämonic Tutor. Habe ich halt mitgenommen, weil er nicht so billig ist und brauchen tue ich ihn nicht. Er ist Foil, aber es ist ein echt schlechtes Foiling bei der Karte. Dann Dark Ritual. Dann hier das komische Dark Ritual hier. Das ist, glaube ich, auch eine Promo von einem Turnier gewesen. Habe ich mir auch gleich mal direkt mit eingepackt. Dann haben wir hier Waste Not. Finde ich sehr geil. Ist, glaube ich, jetzt sogar nur eine Uncommon, aber ich fand dieses Artwork einfach so cool gemacht. Und Harkon war auch ein Geschenk. Würde ich auch behalten. Dann haben wir hier Gizzar. Hier haben wir ein bisschen Balk. Da würde ich einfach dann mal weiterblättern. Ich gebe auch ein bisschen Gas, weil ich möchte das Video nicht so super lange ziehen. Und ich merke auch, wie es hier schon wieder ziemlich warm wird. Mehr Balk. Schleim. Yuuzhan Vhin. Die Überleitung war ziemlich übel, ich weiß. Yuuzhan Vhin ist aus Arabian Nights. Ist eine sehr, sehr teure und alte Karte. Muss ich auch mal in den Toploader packen. Ja. Die habe ich auch noch relativ neu. Lord of the Undead. Ist eigentlich aus Corset 9, wenn ich richtig weiß. Wurde später aufgelegt in eben diesem Special Artwork. Und ich fand das so geil. Ich will das haben. Und das hier ist Yuuzhan Vhin. Aus eben Arabian Nights. Die meisten oder fast alle Karten sind in einem formidablen Zustand. Also was ich da bekommen habe, ist halt einfach huiuiuiui. Auch Raghavan hier hatte er auch. Er hatte halt Connections überall hin. Ihr müsst euch vorstellen, er war halt der Sammler und wenn ihm was interessiert, er hat das auch bekommen. Der macht das seit, der hatte glaube ich 5 oder 6 Black Lotus, die er selbst gezogen hat. Also er kam halt wirklich an alles dran. Und auch Raghavan, ich weiß, dieser Raghavan ist auch relativ begehrt und neu. Und deswegen habe ich ihn mir eingepackt. Goblin Diplomats ist auch ein Geschenk gewesen. Behalte ich und halte ich in Ehren. Ihr seht, Rot ist nicht so meine Farbe. Ich habe wenig Rot. Ich habe auch tatsächlich ein weiß-rotes Deck. Und jetzt müsste ich schon überlegen, jetzt wird es schon schwierig. Ich habe noch einen Werwolf, der ein grün-rotes. Aber Rot ist tatsächlich nicht so meine Farbe, was Magic angeht. Das ist nicht so das, was ich häufig spiele.
nutze ich doch kurz mal den Moment der Ruhe, um was zu trinken. Kommen wir zu Grün. Haben wir einen Waldhüter, eine Promo. Dann einen Gaea's Herald, den werde ich auch behalten. Er sieht lila Hülle aus und sieht man nicht so gut, aber werde ich nicht hergeben, ist auch ein Geschenk gewesen. Ich glaube, Cultivated Colossus wäre auch was. Also das hier werde ich, glaube ich, alles hier so, ja, alles zum Tausch oder so freigegeben. Grün ist jetzt auch nicht so unbedingt meine favorisierte Farbe, beziehungsweise da bestelle ich mir halt meistens einfach nur das rein, was ich brauche. Dann kommen wir zu meiner Rentenvorsorge. Ja, da hat der Papa Joe zugegriffen hier. Soul Ring, Chalice of the Void, ich weiß, alles davon ist ziemlich teuer. Mana Vault, Grindstone, Painter Servant, was haben wir hier noch? Wormcoil Engine, Platinum Angel. Ja, sieht alles ist voll, das sind Masterpieces, glaube ich, heißen die, wenn ich richtig weiß. Das sind Masterpiece-Karten. Hier nochmal einen Ragavan in der Masterpiece-Version, dann Lightning Greaves, Lotus Petal, Mana Crypt, Chromox, dann eine Chromox in dem alternativen Artbook. Tatsächlich finde ich das schöner als das hier. Mox Opal, Mox Diamond. Damit hört es übrigens mit dem Moxen nicht auf. Wir haben noch Mox Ember, wir haben einen Solm Simulacrum in der Promo-Version, wir haben noch einen Mox Opal aus einem modernen Schieß mich tot, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, muss ich nachgucken. Double Masters, kann das Double Masters sein? Und das ist von. Doch, das kann Double Masters sein. Amulet of Vigor, eine Mana Crypt in Foil. Dann hier noch etwas Teures, und zwar der One Ring in Foil. Und in dem todeshässlichen Artbook, was einfach unverschämt teuer ist. Ja. Ah, ja, ich weiß. Du kennst den Befehl jetzt. Ja, ich mach doch schon. Ich mach da nicht so viel dran rumtatschen. Ich weiß, jeder, der das Zeug jetzt graden würde, der würde weinen. Aber ganz ehrlich, ich halte überhaupt nichts von Grading. Hier. Seht ihr auch hier unten. Alles so, wie es sein muss. Seht ihr, die ist vom Grading zum Beispiel schon mal Dreck, weil das ist nicht schön gesendet und bla bla bla. Ich behalte sie, ist gar kein Problem. Ich behalte sie schon. Alles gut. Habe ich nichts dagegen. Ich finde manches von. Also, ich habe nichts gegen Sammler. Sammler finde ich voll gut. Finde ich cool. Manchmal ist es einfach nur schön, wenn du ihre Sammlungen durchgucken kannst. Aber Leute, die Karten graden lassen, sind mir irgendwie suspekt. Das ist so ein. Das geht irgendwie zu weit. Wenn dann hier die Ränder und ob die perfekt ist, die Karte und ach komm schon. Also, das ist so ein bisschen wie so Menschlichkeit noch dabei. Und wenn du das dann einfach jetzt auch noch schon bewerten musst, das ist doch Kotze. Naja, Imperial Seal, Cloudstone Curio. Habe ich mitgenommen, weil da gefiel mir das Artwork einfach. Dann haben wir hier eine Lost Jite hier oben. Crucible of the Worlds. Sieht man, ist auch voll. Ja. Sword of Wealth and Power, Sword of Sinnoh and Steel. Ja, ich habe ein paar von den Swords. Nicht alle, aber einige. Jo, und da sind wir sogar schon am Ende. Und da haben wir noch den. Also das Henkerschwert. Das ist tatsächlich auch aus Dungeons & Dragons, aber das ist ziemlich gut, weil das kannst du normal Magic spielen. Das ist ziemlich geil, weil du kannst für, wenn du genügend Mana hast, kannst du damit einen Spieler töten. Wenn du Voraussetzungen erfüllt hast. Ich möchte jetzt nicht großartig auf Details eingehen, aber das ist ganz cool. Ja, und das wäre mein Sammelordner in der Schnelldurchlaufversion. Das Video 1 war etwas länger. Ja, hier seht ihr auch, es ist halt alles Foil, außer das hier, die, also ich weiß es nicht, gibt es Stronghold-Karten in Foil? Ja. Das ist so mein wohlgehüteter Schatz hier, meine Sammlung, wenn man so will. Warum die jetzt nicht so glitzern, kann ich euch auch sagen. Als Beispiel, die sind in Non-Glare-Foils, seht ihr, deswegen drum
sieht man da auch nicht so stark den Foil-Effekt. Ich habe da halt eben, was ich halt genommen habe, was ich halt da hat. Deswegen, so ist es nicht original. Doch, doch, sehen Sie schon, aber ich tue es jetzt nicht einzeln raus, auf Himmels Willen. Ja. Was nehmen wir denn als abschließende? Schon immer das hier. Das sieht doch schön aus. Ja, das ist so mein Sammelordner, mit dem ich auch noch einiges tauschen kann, wo man mit mir drüber reden kann. Ansonsten ist das hier so, hauptsächlich sind das Karten, die ich für mich behalte. Also was heißt das? Das ist wirklich mein Sammelordner. Da ist viel Zeug drin, was ich einfach für mich behalte. Ja, und das wollte ich euch mal zeigen, weil ich habe danach gefragt, ob es euch interessieren wird, und ihr meintet, ja schon. Okay, dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, denkt bitte an einen Daumen nach oben. Würde ich mich riesig freuen, weil ich mache ja nicht so viel Magic-Content und die Videos. Ja, wäre cool, wenn sie auch ein bisschen Liebe bekommen würden. Okay, dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Okay, bis dann. Tschüss.